Was war da eigentlich los Samstag? Erst nimmst du mir die Vorfahrt und dann jagst du von mir weg, wie so beschwert. Was fährst du denn am Wochenende privat mit meinem Firmenwagen? Vorstellungsgespräch. Mit Firmenwagen? Ja, natürlich. Hast du selber kein Auto mehr oder was? Nee, kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann hast du die Karre getreten, weil es der Wagen kalt treten will. Halt. Ist die Kiste kaputt, du kriegst ein Fahrrad. Ist mir scheißegal, oh, kalt die Beine, du kriegst Fahrrad. Ist mir scheißegal. Ich zapp dir Sprit ab, du kriegst nur 3 Liter Sprit in den Wagen. Ist mir scheißegal, das reicht genau hin, bin ich da aus und hier wieder her. Hast du nicht mal das E-Bike von deiner Frau heimlich verkauft? Halt doch nicht laut, da bist du der Wahnsinn, das kannst du doch nicht erzählen. Müssen wir nochmal rücken, Mann. Ja, ich muss heute noch irgendwann mit, hör bloß auf. Du, das wie war die Geschichte doch? Ja, ich hatte einen Kumpel angerufen und gesagt, du sag mal, Ronny, brauch noch ein E-Bike. Hast du noch ein E-Bike für mich? Ich sag, ja, für dich ist das so ein Herrn. Nein, für meine Frau. Ich sag, Moment mal, lass mich mal überlegen. Ich sag, ja, meine Frau hat ein E-Bike, was kann ich ja gar nicht verkaufen. Du, ich bezahle so und so viel. Ich sag, wann wird's kommen? Und er war am gleichen Abend da, zack, auf die Garage aufgemacht, hat mir das Fahrrad gegeben, eingesteckt, Geld und fertig. Und 3 Tage später war meine Frau mit meinem Sohn los, wo die zusammen Fahrrad fahren, macht die Garage auf, wo ist denn mein Fahrrad? Und sie ist schon Alarm gemacht, hab gesagt, haben sie geklaut, bei der Polizei angerufen, überall haben wir richtig Alarm gemacht. Und dann zuletzt bei mir, ne? Und habe ich gesagt, nee, du, das habe ich ja auch verkauft und so weiter. 14 Tage in Hausingen schief. Oh, was war da los? Mein Fahrrad verkauft, einfach so den Namen. Gab es 14 Tage Bild ohne Ton.